didn't even get to run. War nicht ihr Ernst, oder? Das ist doch nicht möglich. Wir finden das so toll und haben gesagt, Mensch, scannt das. Ja, jemand, der so viel Leidenschaft dafür hat und wir so viel Spaß. Ja, wir sind ja, also er ist komplett ausgebildeter Pyrotechniker und ich bin Paragraph 27 für F3. Ach so. Ja, deswegen haben wir halt auch so viele, wenn man so nimmt. Ja, ach, wäre ich nie gekommen. So ein junger Bursche und dann schon. Genau. Ich habe schnell alles gemacht. Ne? Schön. Muss er machen, bevor es zu spät ist. Nee, ach so, das ist... Mensch, habt ihr euch ja wirklich einen tollen Moment oder wie auch immer ausgesucht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dachte man das. Ja, ach, und du filmst es jetzt? Ich filme alles sozusagen. Ich habe noch einen YouTube-Kanal, ich stelle ja alles vor. Ach so? Ja, wir machen auch für Firmen zum Beispiel Videos oder halt jetzt für YouTube. Ach Mensch, das ist dann machen wir zum Beispiel Werbung für... Professionelles Feuerwerk. Ja, das machen wir nur, wenn wir Zeit haben. Aber jetzt haben wir keine Zeit. Ja. Ach so. Ja. Und ansonsten halt, wie gesagt... Wenn jetzt zum Beispiel jemand uns Sachen zuschickt, wie jetzt eine Firma oder so, dann kann ich zum Beispiel die Artikel filmen und kann dann halt, dann können die Leute gucken, online zum Beispiel, wie ist der Artikel, was kriege ich fürs Geld, wie ist der Artikel, wie sieht's aus. Ach so. Dann können die Leute sich entscheiden, ist mir die Batterie jetzt 23 Euro wert oder nicht. Ja. Weil die meisten gucken ja dann auch nach. Das lohnt sich ja richtig, euch anzusprechen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja, also wir sind jetzt keine, die jetzt hier großartig was kaputt machen oder so. Nee, selbst wird ja auch gesagt, Spaß an der Freude, das würde ich auch immer verstehen. Darum, dass ihr das so, ich sage, pass auf, zum Schluss schmeißen sie da noch ein Feuer, ein Streichholz rein. Das ist denn der Oh nee, mein schönes Auto. Ja, darum, ich sage, das ist mein alter BMW. Da hätte sich das doch hier gelohnt als Abschluss hier. Und jetzt haben wir noch ein bisschen gewitzelt. Nein, nee, schön. Von wo kommt ihr denn? Leipzig, oder? Ja, und ich wohne hier in Kreffenheinchen. Ihr seid ja beide. Ich wohne oder in Sei. Bei uns ist nichts, weder Ausgangssperre noch Mundschutz, alles und am Tage. Ich sage, wir sind mittendrin. Delitzsch ist ja schon Sachsen, und Kreffenheinchen ist schon wieder Wittenberg. Ja. Sei, als ob hier im Nachbarort. Das blickt man auch überhaupt nicht verdurch. Das hätten sie mal einheitlich lieber machen sollen. Ja. Ja. Also wir waren... Das begreife ich sowieso nicht. Hm? Also wir waren 0 Uhr auf dem Privatparkplatz bei uns. Ja. Und ringsherum standen auch noch ein paar Leute. Und die Polizei ist 5-6 Mal vorbeigefahren, die hat nichts gesagt. Die hatten keine Masken auf, die standen alle in Scharen rum. Ja. Ich denke mal, die werden auch nichts sagen, weil die werden auch, denke ich mal, Angst haben, dass sie halt beschmissen werden. Ne? Ganz ehrlich, wer soll denn das auch verstehen? Ganz ehrlich, ich verstehe es ja auch nicht. Es ist so vieles, was man, das so widersprüchlich ist. Sei da die Skigebiete ja dasselbe. Die stehen in den Schlangen. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee. Ach, selbst beim Einkaufen. Ich war mit meiner Tochter war noch vor Weihnachten einkaufen im Rewe. Schlange vor dir. Die Aufzeichnung nicht näher ran. Und in der, die Reihe neben dir konntest du Schulter am Schulter stehen. Ja. Dachte ich, was ist das denn? Ja. Nach, Corona geht nur nach vorne, nicht zur Seite. Dachte ich, dann hätten sie in erste Kasse, dritte Kasse, fünfte. Das wäre sinnvoll gewesen. Ja, all diese Logik dahinter. Ach Gott, ja, wir haben schon viel gelacht, deswegen. Toi, toi, toi. Das hat in unserem bekannten Kreis noch niemand. Ich habe eine Frage. Ich habe das Gespräch ja jetzt aufgezeichnet, aber ohne sie zu filmen. Darf ich das irgendwie veröffentlichen? Nur das Gespräch. Welches Gespräch? Na, das, was wir gerade hatten. Mit dem Lockdown. Nee, weil es gibt wenig Leute, die so denken wie Sie. Deswegen. Die meisten sind da eher negativ eingestellt. Ja? Das glauben sie ja nicht. Also es ist wirklich viel, die negativ da vor allen Dingen was sagen. Ja, gestern hatten wir auch, ich hatte ein bisschen was aufgebaut gestern gegen 20 Uhr. Und da kam auch schon, bevor ich gezündet habe, kam schon Polizei, weil der Nachbar wen gerufen hat. Aber ja, die haben dann auch gesagt, so, ja, wir mussten jetzt kommen. Aber war halt alles in Ordnung. Ne? Ich sag mal, alles mit Maß und Verstand. Ja. Deswegen sind wir jetzt auch zum Beispiel hier hinten. Hier stürzt am wenigsten, sag ich jetzt mal, höchstens vielleicht, es kommt jetzt noch jemand vorbei mit dem Hund. Ja, das ist ja dann auch was anderes. Ja. Wenn wir das wissen, warten wir.
Aber jetzt, damit wir jetzt nochmal mitten in der Stadt was machen, das machen wir dann auch nicht. Ja. Es nimmt doch sowieso schon jeder Rücksicht, sei, aber es gibt immer jemanden, der sagt, will ich nicht, stört mich, den stört aber auch die Fliege an der Wand, als ob die nur drauf lauern, den anderen zu denunzieren. Also es gibt welche, die über die Stränge schlagen. Kein Thema. Aber es gibt eben, aber man kann doch nicht alle da eben dafür bestrafen. Ja. Und wen stört ihr denn hier? Ihr macht es doch auch nicht. Nö, ich finde es schön. Oder wir finden es schön. Natürlich, deshalb sind wir hier. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Also könnte ich das Gespräch veröffentlichen? Ich brauche das ja nicht, damit es denn. Machen Sie. Ja. Ich bin ja nicht zu sehen. Ja. Ist auf jeden Fall. Obwohl, zu dem, was ich sage, stehe ich auch so. Ja. Sage ich denn. Sonst bräuchte ich das nicht äußern, sage ich mir immer. Ja. Ich habe eine Meinung und zu der sollte ich auch stehen. Ja. Und wie heißt es so schön? Demokratie. Ja. Ja, aber. Jeder kann selbst entscheiden, was er möchte und was er möchte. Was er mag. Ich akzeptiere die Gesetze, aber deswegen habe ich eine Meinung zu den Gesetzen, dass ich manches unüberlegt finde und nicht durchdacht finde. Und ja. Also, da sind sie ja auch bei weitem nicht allein. Da geht es, glaube ich, dem Großteil so hier. Glaube ich, kaum an der Großteil durch. Ja, naja, weil sich das auch dauernd verändert, sage ich jetzt wie mit den Impfungen, wo ich sage, die wundern sich, dass die Menschen immer mehr Abstand nehmen und sagen, wenn die sich nicht einig wären, was glaube ich denn zum Schluss? Lass mal uns überraschen, ne? Jawohl, gut. Das neue Jahr fängt gut an. Hallo. Also, persönliches Feuerwerk. Warte, warum sind das freiverkäufliche? Nee. Nein, man kann sie bestellen. Das ist eigentlich alles freiverkäuflich. Also freiverkäuflich für Leute ab 18 und dann halt ab normalem Feuerwerksverkauf. Sowas können Sie zum Beispiel auch online bestellen, das kommt dann am Ende des Jahres per Paket nach. Ja, ja. Außer halt dieses Jahr, die ist sowas ja verboten, also letztlich. Ja, dann. Ansonsten ist alles frei verkäuflich, alles erhältlich für Normalbürger. Ja. Normalbürger. Ja. Ja, und dann siehst du, sie nehmen das jetzt auf, dass du siehst, wie sich Strom entfaltet. Und dann kannst du sagen, oh, so schön. Sag bloß. So. So, dann machen wir jetzt noch die Red Blink, die ist schön rot leuchtend, können Sie ja noch gucken. Machen wir ja, noch wir Platz. Nehmen halt Abstand, ne? Ja. Dann alles Gute für euch. Ebenso, danke nochmal. Ja. Tschüssi. Da kommt das ein bisschen orange rüber. Oder ist es bloß der Display? Das kann natürlich auch sein. Das war's. Und trotzdem sehr schön.